Alles klar, dann schauen wir uns mal, wie sich die Zauber- und Feinkartentypen, die wir im letzten Part kennengelernt haben, auf das weitere Duellgeschehen auswirken. Los geht's! Wir starten wieder mit 4000 Lebenspunkten, okay. Wir haben die Draw-Phase, wir ziehen natürlich. Gut, was haben wir denn da? Wir haben hier Schrumpfen, Schnellzauber, wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Die Grundartigkeit des Monsters werden bis zur Endphase des Spielzuges halbiert. Die ist ziemlich nützlich, wenn der Gegner uns angreift. Dann haben wir hier einen Axträuber, okay. Biberkrieger. Und Schwert der Legende, ein Ausrüstungszauber. Ein Monster von Biberkrieger, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, erhöht seine ATK und Def um 300 Punkte. Dann haben wir hier noch Riesensteinsoldat, 2000 Verteidigungspunkte. Und Beta, den Magnetkrieger. Ausgeglichene Werte, den spiele ich glaube ich zuerst. Und dann setze ich Schrumpfen verdeckt, damit wir die benutzen können, wenn er uns angreift. Jetzt wird diese Karte als Falle behandelt. Da es ein Schnellzauber ist. Er spielt Gagarigo, okay, er wird jetzt uns wahrscheinlich angreifen. Jetzt benutze ich meinen Schnellzauber Schrumpfen. Da es ein Schnellzauber ist, kann ich diese Zauberkarte während des Zuges des Gegners benutzen. Und ich wähle sein Monster zum Halbieren. Sein Monster wird zerstört. Und sie kriegt 700, 200, ich kann es nicht rechnen. Sorry. So auf die Schnelle kann ich jetzt nicht rechnen. Das müssten 775 sein, glaube ich. Irgendwas so rum. 775 Schaden. Eine Fallenkarte, eine permanente feierliche Wünsche. Erhöhe deine Lebenspunkte um 500 Punkte, immer wenn du eine oder mehrere Karten ziehst. Und dann eine zweite permanente Zauberkarte. Nein, eigentlich die erste, das andere war eine permanente Falle. Das andere ist allerdings auch eine permanente Karte, allerdings eine Zauberkarte. Wähle zwei Felder der Monsterkartenzonen auf dem Spielfeld. Kein Spieler kann die gewählten Felder benutzen. Du kannst kein Feld wählen, das von einer Monsterkarte besetzt ist. Sie hat jetzt unsere zwei Felder hier geblockt. Wir können daher jetzt nur noch drei Monster spielen, wegen dieser permanenten Zauberkarte hier. Wenn wir diese allerdings zerstören, sind diese zwei Felder wieder frei und wir können wieder mehr als drei Monster spielen. Jetzt können wir allerdings nur maximal drei Monster spielen wegen dieser Karte hier, denn diese Karte blockiert die zwei Felder durch den permanenten Effekt. Gut, was mache ich jetzt? Ich habe hier Schwert der Legende, ich könnte die in Kombination mit dieser hier spielen, denn das ist ein Kriegermonster. Genau, ich mache das. Ich spiele jetzt Axträuber, ein Kriegermonster. Jetzt rüste ich das Kriegermonster mit dem Schwert der Legende aus. Ein Ausrüstungszauber, das wird meine ATK erhöhen und auch die Verteidigungspunkte. Jetzt haben wir eine ATK von 2000. Allerdings müssen wir aufpassen, denn sie kann jederzeit eine fiese Falle verdeckt halten. Aber ich greife jetzt trotzdem mal an. Sakurizu-Rüstung. Aktiviere diese Karte nur, wenn ein Monster des Gegners angreift. Zerstöre das angreifende Monster. Gut, unser Monster wird jetzt zerstört. Und auch damit der Ausrüstungszauber. Da diese Zauberkarte verbunden mit diesem Monster ist. Aber wir können ihn immer noch mit Beta direkt angreifen. So 1700 Schaden für sie. Und ich beende meinen Zug. Sie kriegt 500 Lebenspunkte, da sich der Effekt ihrer Karte aktiviert, weil sie jetzt eine Karte gezogen hat. Diese Karte ist permanent. Ein verdecktes Monster. Sie will sich verteidigen. Sie hat auch noch eine verdeckte Zauber- oder Feinkarte gesetzt. Hoffentlich ist es keine Falle. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss angreifen. Ich könnte den Biberkrieger spielen. Er hat zwar eine niedrigere ATK, als er Verteidigungspunkte hat. Aber ich spiele ihn jetzt trotzdem mal in die Angriffsposition. Denn wir können ihn.
können sie vielleicht direkt angreifen, werden wir es schaffen, ihr Monster erfolgreich mit Spatter zu zerstören. Gut, jetzt hoffe ich, dass sie keine... Oh, 1800 Verteidigungspunkte. Eieiei. Das ist... Gamma ist das, ne? Gamma. Ja, das ist Gamma. Na gut, ich kann jetzt mit dem anderen Monster nicht angreifen. Mein anderes Monster ist viel schwächer als ihr Monster. Denn ihr Monster hat eine höhere Verteidigungskraft, als unser Biberkrieger Angriffskraft hat. Leider kann ich den Modus nicht mehr benutzen, da ich in diesem Spielzug schon gespielt habe. Den permanenten Zauber hebe ich mir noch auf, denn wir haben ja momentan unsere Monster alle in die Angriffsposition. Das würde dann an sich nichts ändern, wenn wir unsere Monster jetzt im Angriffsmodus behalten. Kann sich allerdings spielen, wenn wir ein paar Monster in der Verteidigungsposition haben. Sie bekommen 500 Lebenspunkte wegen ihrer Falle. Nochmal, das ist ja wie gesagt eine permanente. Diese Methode wird sie wahrscheinlich ihre Lebenspunkte aufstocken. Sie zerstört unseren Biberkrieger. Kriegen 300 Kampfschaden. Und sie spielt ein verdecktes Monster. Okay. Das hat ihr Monster allerdings in die Angriffsposition gesetzt. Obwohl die Verteidigungskraft ihres Monsters größer ist. Die hat unseren Biberkrieger damit zerstört, mit dieser Methode. Aber jetzt hat sie ihr Monster in die Angriffsposition, das heißt, wir können ihn jetzt mit Beta zerstören. Hier habe ich jetzt allerdings einen Ausrüstungszauber, einen Felszauber gezogen. Bald erhöht die ATK und Def aller Monster von Typ Insekt, Ungeheuer, Pflanze und Ungeheuerkrieger um 200 Punkte. Wir haben ein Felsmonster. Ist hier ein Felsmonster aufgelistet? Leider nicht. Das hier ist auch ein Felsmonster. Das hier ist ein Maschinenmonster. Das ist von dieser Karte nicht betroffen. Der Gegner hat auch ein Felsmonster. Ich spiele jetzt mal Riesensteinsoldaten in die Verteidigungsposition und spiele meine Zauberkarte Gelb glänzender Schild. Das wird die Verteidigungspunkte meines Monsters erhöhen. Allerdings erst wenn es offen ist. Wenn es verdeckt ist, dann ist der Effekt noch nicht aktiv. Erst wenn das Monster aufgedeckt ist, wird das Monster von diesem Effekt beeinflusst. Jetzt greife ich mit Beta ihr Monster an. Ich hoffe, sie hat keinen Schnellzauber oder sowas. Totenkopfwürfel. Wirf einen Würfel. Das Ergebnis wird mit 100 multipliziert. Und bis zum Ende des Spielzuges den ATK und Def-Werten aller Monster, die dein Gegner kontrolliert, abgezogen. Wie viel Angriffskraft hatten ihr Monster? Hallo, ich will Angriffskraft des Monsters sehen. Oh. Geht leider nicht. Die Punkte weiß ich jetzt nicht auswendig, aber 2 scheint ein bisschen wenig zu sein. Ah, jetzt sind die ATK gleich. Beide Monster werden zerstört. Aber wir hatten noch Glück. Ich meine, hätte sie eine 3 oder höher gewürfelt, dann wäre unser Monster zerstört und ihres nicht. Wir hatten also mit der 2 doch noch Glück gehabt. Der 1 wäre natürlich perfekt gewesen, aber man kann nicht alles haben. Sie erhöht wieder ihre Lebenspunkte durch ihre Falle. Verteidigung stoppen, oh nein, wähle ein Monster in Angriffsposition, in Verteidigungsposition auf der Spielfeldseite deines Gegners und bringe es in die offene Angriffsposition. Oh nein! Oh. Jetzt hat sie meinen Riesensteinsoldat aufgedeckt. Und er ist in der Angriffsposition. Oh nein, sie wird ihn zerstören. Oh Gott. Panzerzombie. Das war ein fieser Zug von ihr. Mein Zug? Das Monster ist super. Es ist nämlich ein Ungeheuerkrieger. Und wird von meinem Feldzauber beeinflusst. Ich spiele ihn in die Angriffsposition.
Jetzt wird er momentan auch noch von der Zauberkarte hier ein bisschen verstärkt, hier die Verteidigungspunkte. Und jetzt werde ich hier die Angriffs- und Verteidigungspunkte noch weiter erhöhen mit dem Spielfeld Zauberwald. Das gegnerische Monster ist ein Zombie-Monster und deswegen wird es von dem Effekt nicht beeinflusst. Aber unser Monster wird von dem Feldzauber richtig stark verstärkt. Man erkennt es hier auch an diesen Symbolen hier im Spiel, von welchen Karten dieses Monster verstärkt wird. Gut, 400 Kampfschaden, das gleicht ein bisschen die Punkte aus, die sie sich gegeben hat durch die permanente Falle, feierliche Wünsche. Jetzt erhöht sie wieder ihre Lebenspunkte um 500. Also diese Karte, die kann einen echt den Hintern retten. Nein, aufschlagen! Zerstöre ein offenes Monster, das den Gegner kontrolliert. Lass die Höchste der Fahrt bei Gleichstand, darfst du eines wählen. Das war's für meinen Kampfochse, er ist mein einziges Monster. Und jetzt setzt sie ein Monster in die Verteidigungsposition und greift mich nicht an. Was habe ich gezogen? Klingenläuferin. Ein Kriegermonster. Leider ist mein Monster, leider erhöht Wald nur die Angriffskraft von Ungeheuerkriegermonstern und nicht von normalen Kriegermonstern. Affenakrobat ist auch ein Maschinenmonster, wird leider nicht beeinflusst. Ich glaube, ich sollte auf Verteidigung jetzt spielen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht was Besseres ziehe, ist die Karten, die ich momentan so ziehe. Und sie kriegt weitere Lebenspunkte. Momentan läuft es nicht so rosig für euch, für uns. Oh, eine Tributbeschwörung, Frostosaurier. Das ist böse. 2600 Angriffspunkte. Dann hilft unser Affenakrobat mit einer verstärkten Verteidigungskraft jetzt nicht mehr weiter. Oh, das sieht schlecht aus für uns. Zwei Klauenangriff bringt mir auch nichts, denn wir brauchen zwei Monster, um das Monster zu zerstören und wir haben momentan gar keins. Ich muss meine Lebenspunkte schützen. Jetzt hat sie schon mehr Lebenspunkte, als sie am Anfang hat. Sehr schlecht für uns aus. Das könnten wir verlieren. Es kommt eine verdeckte Zauber- oder Feinkarte. Angriff annullieren. Eine Konterfalle. Mit dieser Karte kann ich einen Angriff ihrer Monster annullieren. Ich setze sie natürlich. Allerdings wäre es jetzt klug, wenn ich ein Monster hätte und dann im nächsten Zug noch ein Monster hätte. Also mein Plan ist jetzt folgendes. Ich lasse jetzt den Angriff durchgehen, außer sie spielt ein weiteres Monster, dann muss ich natürlich annullieren, weil sonst killt die mich damit. Mein Plan war jetzt eigentlich so, dass ich ihren Frostsaurier Angriff durchgehen lasse, dann spiele ich ein Monster, dann greift die Normal mein Monster an, ich annulliere den Angriff, spiele im nächsten Zug mein zweites Monster, benutze dann meine Falle und zerstöre dann ihren Frostsaurier. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr, da sie ihren Komori-Drache gespielt hat, denn jetzt kann sie mich mit ihren beiden direkten Angriffen besiegen und das möchte ich nicht. Deswegen muss ich jetzt die Falle gezwungenerweise aktivieren. Ich hoffe, ich ziehe jetzt eine Zauberkarte, die ihren Frostsaurier direkt zerstört. Blitzeinschlag! Besser geht's nicht mehr! Wirf eine Karte ab, zerstöre alle offenen Monster, die den Gegner kontrolliert. Sehr schön! Die Karte rettet mich. Puh, das ist ja nochmal gut gegangen. Gut, dass ich meine Falle nicht gesetzt habe, sonst hätte ich verloren.
Und die Lebenspunkte, die sie schon hat, ist ja nicht mehr schön. Langsam, finstere Kammer der Albträume, eine permanente Zauberkarte. Jedes Mal, wenn dein Gegner Schaden von einem Karteneffekt erhält, außer von finstere Kammer der Albträume, also von dieser hier, füge deinem Gegner 300 Schaden zu. Die ist sehr beliebt in sogenannten Burner-Decks. Burner-Decks spielen darauf, mit Effektschaden den Gegner zu erledigen. Ein Tributmonster kann ich nicht spielen, ich muss meinen Zug beenden. Sie erhöht ihre Lebenspunkte. Ich glaube, sie spielt ein Monster. Sie ist ein Steinsoldat, sie wird mich direkt angreifen. Ich brauche jetzt ein Monster mit einer hohen ATK. Mindestens 1300. Ach, 1400, perfekt. Keltischer Wächter. Ich spiele ihn natürlich in die Angriffsposition. Bekommt eine höhere Verteidigungspunkteanzahl wegen gelb glänzender Schild. Und jetzt hoffe ich, dass dieser Angriff erfolgreich wird, denn sie hat noch eine verdeckte. Oh, okay, der kam durch, das ist gut. Wir konnten das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Allerdings haben wir noch viele Lebenspunkte, die wir von ihr auslöschen müssen. Jetzt hat sie 6025 Lebenspunkte. Alligatorschwert, dieses Monster hat 100 Punkte mehr als unseres. Schlecht. Ach, sogar noch mehr, wegen unserem Feldzauber wird es ja noch verstärkt. Es ist ja ein ungeheuer Monster. Ah, das sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Bitte, wir brauchen wieder ein Monster mit einer hohen Angriffskraft. Pflanze. Insekt, ungeheuer, Pflanze. Ja, Pflanze. Das Monster wird verstärkt, sehr gut. Los, Cherry! Okay, ja, unser Monster wäre auch so stärker gewesen. Auch um 50 Punkte. Ja. Aber 250 Kampfschaden ist noch besser. Okay, und im nächsten Zug können wir unseren Totenkopf spielen. Und dann läuft es wieder für uns. Außer sie spielt jetzt wieder ein stärkeres Monster. Okay, spielt sie nicht. Okay. Ich glaube, das ist ein Tributmonster, was sie da auf der Hand hat. Ein Axträuber. Soll ich vielleicht lieber Axträuber spielen und nicht den? Ja, ich spiele lieber das da. Das ist besser. Ich spiele jetzt mal auf Quantität. Hier direkt. Damit machen wir ihr auch mehr Lebenspunkte Schaden. Den Totenkopf können wir dann spielen, wenn sie es schafft, irgendwie ein starkes Monster auf dem Feld zu bringen. Gut, jetzt hat sie nur noch 2625 Punkte. Okay, jetzt kriegt sie wieder ein paar Punkte hinzu. Jetzt hat sie wieder 3125 Punkte. Und sie beendet ihren Zug. Seltsam. Hat sie nichts mehr, was sie machen kann? Banner des Mutes, eine permanente Zauberkarte, erhöht die Angriffskraft aller Monster auf deiner Spielfeldseite nur während deiner Battlephase um 200 Punkte. Alles klar, die spiele ich natürlich. Das wird unsere Angriffskraft noch weiter stärken. Wir haben jetzt die Battlephase. Unsere Monster bekommen jetzt 200 Bonus-Angriffspunkte wegen dieser Karte hier. Und bei Cherry ist es von drei Karten verstärkt worden. Einmal durch den Feldzauber, einmal durch diese und einmal durch diese. Und das war's. Wir haben gewonnen. Ich muss zugeben, das war ein spannendes Duell. Thank you.
Gut, und im nächsten Part schauen wir uns ein paar Erklärungen über die Phasen an. Und wir werden dann eine Fusion und eine Ritualbeschwörung durchführen und sie dann auch in Duell 5 dann auch später anwenden, voraussichtlich. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also macht's gut, euer Young KP. Ciao!